Du planst einen Roadtrip mit einem Camper in den USA, dann vernachlässige nicht die Kosten. Und wenn du genau wissen willst, was du da einkalkulieren musst, dann gehen wir heute mal die Aufschlüsselung durch, denn wir sind zurück von unserer Reise und ich möchte dir einfach transparent die Kosten aufzeigen, was da planungstechnisch alles auf dich zukommt. Ja, wir waren 3 Wochen mit dem Camper in den USA unterwegs, haben eine Kostenaufstellung gemacht, um dir transparent zu zeigen, was da konkret auf dich zukommt. Denn eins ist klar, billig ist das Ganze nicht. So, billig oder günstig ist ein dehnbarer Begriff. Wir haben relativ wenig bezahlt zu dem, was wir vorab geplant haben. Wie wir das Geld einsparen konnten, und zwar in Summe 4.000 Dollar, zeige ich dir in diesem Video. Also bleib dran bis zum Ende, sonst verpasst du nämlich die Lösung. Ja, wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich habe hier die Kostenaufstellung, die Schlussabrechnung und ich möchte dir einfach mal aufzeigen, transparent, was dieser ganze Trip gekostet hat. Wir sind einmal quer durch die USA gefahren, von Florida nach Kalifornien. Was genau da auf uns zugekommen ist, welche Abenteuer wir erlebt haben, zeige ich dir in den verlinkten Videos hier. Ich habe dazu extra ausführliche Berichte erstellt, die kannst du dir definitiv mal anschauen. Ja, was haben wir am Ende bezahlt? Ja, es war definitiv mehr als 0 Euro, also von daher, es hat was gekostet, auch wenn ich hier schon sagen kann, wir haben den Camper tatsächlich für 1 Dollar am Tag gemietet. So, das ist natürlich richtig krass. Das heißt, wenn wir 21 Tage unterwegs waren, kommen 21 Dollar auf uns zu. Das ist grundsätzlich richtig, aber es sind auch noch eine Menge weitere Kosten, die auf uns zugekommen sind. Und das sind jetzt nicht unbedingt versteckte Kosten, aber halt eben wie in den USA üblich oder wie bei vielen Reiseveranstaltern, es kommt einfach on top nochmal der ein oder andere Posten dazu. Und der summiert sich und das gehen wir jetzt einfach mal durch. So, ich blende dir auch immer mal wieder dann live ein, was ich denn hier erzähle, dass du es auch nochmal nachsehen oder nachlesen kannst. Wir waren unterwegs eben 21 Tage. Wir sind gefahren 4.560 Meilen. Ja, das ist schon ganz schönes Stück. Und wir haben bezahlt für die 21 Tage jeweils 1 Dollar pro Tag. Das sind 21 Dollar. Der Referenzpreis wäre bei 3.734 Dollar plus Tax gewesen, also roundabout 4.000 Dollar. Wäre der Referenzpreis gewesen, wenn ich an diesem Tag hier genau die gleiche Fahrzeugermietung gebucht hätte für den Normalfall. Wie ich auf diesen 1 Dollar gekommen bin, ganz am Schluss, bleibt dran bis dahin, dann erkläre ich es dir. So, Meilen waren inklusive 3.000, das heißt, wir sind 4.560 gefahren, das heißt 1.560 Meilen mit 32 Cent pro Meile kamen dazu, sind 179,20 Dollar. Dann VIP, das ist die Vollkaskoversicherung, die kam dazu mit 21 Tage mal 16 Dollar sind 336 Dollar. SLE ist die Haftpflichtversicherung, kam dazu mit 21 Tage mal 15 Dollar sind 315 Dollar. Wir haben vorab noch uns ein Meilenpaket und zwar 10 mal 100 Meilen gesichert als Prepaid-Rate. Da kostet dann die Meile 31 Cent. In der Abrechnung am Ende waren es dann 32 Cent, also sprich, diese Prepaid-Rate macht 1 Cent Unterschied. Also das hätte man sich auch sparen können, denn wenn wir weniger gefahren wären, hätten wir es trotzdem bezahlt, ne? Also von daher kann man gleich davon abraten, braucht man nicht unbedingt. Aber vergleicht da nochmal in eurem individuellen Fall die Preise. Nicht, dass es dann sich doch geändert hat und ja, mittlerweile dann vielleicht doch ein größerer Preisunterschied ist. Dann Kitchen Kit, das heißt alles, was zur Küche dazugehört. Pfannen, Töpfe, Geschirrhandtücher sogar, Geschirr, Teller, Besteck, alles Mögliche ist da dabei. Kostet einmalig 130 Dollar. Hätte man auch selber kaufen können im Walmart und so weiter. Ja, aber was machst du mal mit dem ganzen Zeug hinterher? Mit nach Hause nehmen macht ja keinen Sinn. Also von daher ist die Anmietung jetzt nicht gerade unsinnig, sondern hat durchaus Sinn gemacht. Dann das Konf-Kit, das ist auch im Prinzip pro Person. Das heißt, das ist das Bettzeug, ne? Also pro Person zahlst du das Kit mit 55 Dollar. Also sind es bei zwei Personen, zwei Erwachsene waren wir und ein Baby, 110 Dollar bezahlt. Das ist Bettzeug dabei, Handtücher fürs Badezimmer, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Bettbezüge. Diese Sachen sind dabei. Auch das, ja, könnte man theoretisch irgendwo kaufen. Und ich sage auch gleich, und zwar das nächste ist nämlich das Startkit für 39,95 Dollar. Auch da waren irgendwelche Küchenschwämme dabei, Reinigungstabletten für die Toilette, also für die Abwassertanks, Spülbürste, Toilettenbürste, solche Sachen waren da dabei. Auch sowas, ja, man kann es alles selber kaufen,
aber man muss erstmal wissen, was man denn überhaupt braucht. Also wenn du dir eine Checkliste machst, dann kannst du es vorab theoretisch auch schon, also könntest du es dir selber besorgen. Das heißt, du müsstest mit dem Camper, sobald du ihn hast, beim nächsten Walmart vorbeifahren und hast eine riesen Einkaufsliste und kaufst das Zeug. Kann man machen, aber wie gesagt, da stellt sich dann die Frage, was machst du mit dem Zeug danach? Also nach der Reise. Nimmst du es mit nach Hause? Also brauchst du Zusatzgepäck, weil ich weiß nicht, ob das alles in einen Koffer reingeht. Gerade wenn ich ans Bettzeug denke, das nimmt riesen Platz weg. Also von daher, es macht durchaus Sinn, sowas anzumieten. VLF ist im Prinzip so eine Art Zulassungsgebühr. Schlägt jetzt auch nicht gerade groß zu Buche, nämlich in Summe mit $14,70. Jo, dann inklusive Generator. Ja, der Generator kostet bei vielen anderen Firmen oder auch bei vielen anderen Tarifen Geld. Bei uns war er umsonst. Wir haben ungefähr 10 Generatorstunden gebraucht. Das sieht man auch hier. Generator Hours 134 bis 144, das ist der Zähler, also sprich die Differenz sind 10 Stunden. Für 21 Tage ist jetzt nicht viel. Wann brauchst du den Generator? Den brauchst du dann, wenn du entweder wildcampen bist, ja, und auf irgendeinem Parkplatz übernachtest oder auf irgendeinem Platz Essen kochst, also sprich auf allen Stellmöglichkeiten, wo keine Stellplätze sind, also sprich keine Stellplätze, wo Wasser, Strom und sonstige Medienversorgung dabei ist. Also das gibt es auch, haben wir auch erlebt, sowohl die kostenlosen Plätze, wo man übernachtet hat, beispielsweise auf dem Walmart-Parkplatz, als auch Plätze in irgendwelchen Nationalparks, wo es einfach keinen Strom im Angebot gab. Ja, geht. Also kann man alles machen. Funktioniert, dafür ist der Generator da. Ja, jetzt diese 10 Stunden kommen mir jetzt gerade so ein bisschen wenig vor. Also da hätte man den ruhig noch länger laufen lassen können. Wann lässt du den auch laufen, wenn du auf einem Parkplatz bist? Zum Beispiel zum Kochen eben für die Mikrowelle. Der Kühlschrank, den kannst du über den Generator laufen lassen. Wobei, nee, das macht keinen Sinn. Der läuft meistens über Gas oder Batterie. Ja, also wie gesagt, Generator ist eine coole Sache. Klimaanlage, die verbraucht auch Strom. Also ihr habt noch eine separate Klimaanlage, nicht die vom Fahrzeug vorne beim Fahrersitz, sondern wirklich im Innenraum nochmal eine große Klimaanlage, gerade bei heißen Tagen, um das Fahrzeug runterzukühlen. Ja, Sprit, wenn der nachgetankt wird, okay, das, wir haben selber natürlich vollgetankt, das empfehle ich dir auch, sonst zahlst du hier nämlich 8,50 Euro pro Gallone, um dir das ganze Ding volltanken zu lassen. Da bist du an den Tankstellen definitiv günstiger dran. Propangas haben wir nichts bezahlt, kam keine Kosten auf uns zu. Es ist eine Propangasflasche, eine relativ große an Bord. Die haben wir, wie gesagt, in diesen 21 Tagen nicht aufgebraucht. Also von daher braucht man sich erstmal keine Sorgen machen. Uns wurde aber gesagt, dass man das wohl an den Tankstellen auffüllen lassen kann. Also man braucht die nicht wechseln, wie man es jetzt bei uns aus Deutschland kennt, vom Grillen, sondern die kann man wohl auffüllen lassen. Kam, wie gesagt, in den 21 Tagen jetzt nicht auf uns zu. Gas brauchst du dann, wenn du heizt nachts, zum Beispiel wenn wir im Yellowstone waren, da waren wir höher, ne, da war kalt oder kühl, da haben wir auf jeden Fall zuheizen müssen, das läuft dann nachts über Gas oder du kannst auch, wenn du keine Stromversorgung hast, also keine Stromversorgung über den Stellplatz, dann kannst du natürlich auch mit Gas den Kühlschrank betreiben. Backofen geht natürlich auch mit Gas oder nur mit Gas, der ist auf jeden Fall mit Flamme. Ja, ansonsten Mikrowelle hattest du noch, das läuft aber nicht über Gas, das läuft dann über Strom. So, also das waren mal die großen Punkte. Dann haben wir noch einen Gas Credit, also wir haben $400 Guthaben bekommen, das war inklusive auf unsere Spritkosten. Ja, das heißt, ist auch nett, nimmt man gerne mit, denn, das kann ich auch vorwegnehmen, fürs Tanken haben wir in Summe 1631 Euro bezahlt. Das waren die Abrechnungsbelege, abzüglich den $400, da sind wir trotzdem noch bei, ja, ich sag mal, über 1200 Euro fürs Tanken gewesen. Das ist natürlich schon eine Menge, liegt aber auch am Fahrzeug, das Ding wiegt natürlich locker über 3 Tonnen, ja. Das ist mit einem V8-Motor, beziehungsweise V10-Motor ausgestattet, also auch ganz komisch, ich habe in den Motorraum geguckt, ich meine, ich habe einen V8-Motor erkannt, wenn ich die Anzahl der Zylinder, beziehungsweise, Kabel am Zylinder, an den Zylindern gezählt habe, aber laut Beschreibung auf der Website sollen es wohl 10 Zylinder sein. Naja, sei es drum. Das Ding hat auf jeden Fall 6 Liter Hubraum und damit verbraucht es jede Menge Sprit. Ja, also das heißt, wir sind jeden zweiten Tag nachtanken gewesen. Ja, nicht immer ganz voll, also wir waren dann vielleicht halb voll oder weniger als halb voll, aber haben halt immer wieder aufgetankt, weil wir halt auch weitere Strecken gefahren sind, wo wir nicht wussten, die vielleicht auch in ländlicheren Gegenden waren, wann denn die nächste Tankstelle kommt. Und da will man natürlich nicht aufgeschmissen sein, vor allem wenn man jetzt irgendwie nachts noch irgendwo steht, wo eben keine Tankstelle in der Nähe ist. So, dann kam dazu der Sales Tax von $93,68. Und damit kamen wir eben abzüglich diesen $400 Kredit für das Tanken auf $1,149,53 Euro. So. Anbezahlt wurde vor der Reise $250,
Am Abschluss der Reise wurde 1108,68 Dollar bezahlt. Und nochmal für den Sprit, für die zusätzlichen Meilen, die wir gefahren sind, 190,85 Dollar. Ja. So, und damit sind wir dann eben abzüglich den 400 Dollar Gaskredit auf diese 1149 Dollar gekommen. Was uns das ganze Gefährt gekostet hat, das heißt, ganz umsonst war es nicht. Es kommen Kosten auf dich zu. Wenn du das Fahrzeug regulär anmietest, kommen die Kosten ebenso auf dich zu. Das heißt, die reguläre Fahrzeuganmietung wäre eben bei knapp 4.000 Dollar gewesen. Wir haben 1 Dollar pro Tag gezahlt, also 21 Dollar. Das ist aber der reine Grundpreis. Eben die ganzen anderen Sachen in Summe jetzt bei uns über 1.000 Dollar kamen da dazu. Das darf man nicht vernachlässigen. Das heißt, das kommt auch auf dich zu, wenn du so ein Fahrzeug mietest. Ja, jetzt stellt sich natürlich die große Frage. Jetzt habe ich viel gelabert, aber was hat denn jetzt dazu geführt, dass dieses Fahrzeug über 4.000 Euro billiger war? Und zwar, das Geheimnis liegt in den Positionierungsfaden. Das heißt, die Mietwagenanbieter, beziehungsweise in dem Fall Wohnmobilanbieter, die bieten ja nicht nur Roundtrips an. Das heißt, du mietest an Punkt A dein Fahrzeug, fährst einmal im Kreis und bringst das Fahrzeug dort wieder zurück. Dann ist alles gut. Sondern es gibt ja auch One-Way-Mieten. Das heißt, du fährst von A nach B. So, aber du gibst bei B das Auto ab oder das Wohnmobil. Ja, wie kommt es wieder zu A zurück, zur ursprünglichen Ausgangsstation? Und dafür werden immer Menschen gesucht, die freiwillig das Fahrzeug von der Strecke B nach A zurück überführen. Und zwar in einem vorgegebenen Zeitraum. Und genau das haben wir gemacht. So eine Positionierungsfahrt hat eben dafür gesorgt, das Fahrzeug für 1 Dollar am Tag zu kriegen. Also so günstig hätten wir auch nicht mal einen Mietwagen bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Mietwagen und Hotelübernachtung unterwegs gewesen wären, hätten wir auch ein Vielfaches davon bezahlt. Ja. Also von daher, das ist ein cooler Deal. Kann ich euch ans Herz legen. Wenn ihr wissen wollt, Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert, kontaktiert mich. Ich habe das Ganze in meiner Academy auch im Detail beschrieben. Das heißt, da zeige ich euch, wie man solche Deals findet, um hier richtig fett abzukassieren, beziehungsweise Geld zu sparen. Ja, also von daher, ich habe jetzt versucht, kurz und knapp euch das mal zusammenzufassen, welche Kosten tatsächlich auf euch zukommen. Also wie gesagt, lasst euch nicht locken mit so einem Angebot von wegen für 1 Dollar oder umsonst so ein Fahrzeug zu fahren. Ja, das sind Lockangebote, auch von mir vielleicht, habe ich es ein bisschen provokativ gesagt, aber letztendlich kommen da halt Kosten noch auf euch zu, die nicht zu vernachlässigen sind. Welche Kosten hatten wir noch darüber hinaus? Und zwar Campgrounds. Wir haben 444 Euro für Campgrounds gezahlt. Das heißt, für die 21 Übernachtungen waren wir nicht auf jeder oder jede Nacht auf einem Campground, der bezahlt war, sondern wir haben eben auch das ein oder andere Mal zum Beispiel auf einem Walmart-Parkplatz übernachtet oder dann halt auch auf staatlichen Campgrounds, die vielleicht eben keine Medienversorgung, also Wasser oder Strom hatten, die halt auch dann dementsprechend günstig waren. Die haben vielleicht, keine Ahnung, 20, 30, 25 Dollar gekostet, sowas um den Dreh rum. Es gab aber natürlich auch teure Campgrounds, wie zum Beispiel von der Coa-Gruppe. Ja. Das ist so ein Anbieter, der über das ganze Land auch Campingplätze anbietet, wo du zum Beispiel Pool hast, also du hast natürlich Strom, Wasser und so weiter, du hast Pool, du hast andere Aktivitäten, Spielplätze, Waschhäuser, also da fehlt es an nichts. Du hast teilweise Gasgrills oder Feuerstellen, also da ist sehr viel dabei. Ja, kann man machen, kostet aber meistens weit über 100 Dollar oder plus minus 100 Dollar die Nacht. Wenn man das jede Nacht machen würde, dann wären das am Ende über 2000 Dollar und wir haben jetzt 444 bezahlt. Ja gut, da haben wir ein bisschen gut gewirtschaftet, gut gespart. Was noch dazu kam, waren Uber-Fahrten, also Taxifahrten, beziehungsweise haben es mit Uber gemacht. Warum mit Uber? Ich finde Uber persönlich für mich besser, denn ich kann erstens mit Kreditkarte zahlen, das heißt, ich kann dabei Meilen sammeln. Wenn du nicht weißt, wie ich da Meilen sammle, auch dazu verlinke ich dir ein Video über Travel Hacks mit Kreditkarten. Das ist eine Sache und das Zweite ist, es ist für mich transparent, denn vor Fahrtantritt sage ich, wo ich von A nach B fahren möchte und dann wird der Preis vorkalkuliert und ich sage, okay, zustimmen, das möchte ich buchen und dann wird die Fahrt durchgeführt. Das heißt, da kann hinterher kein Taxifahrer kommen und sagen, oh, mein Taximeter funktioniert nicht, du zahlst es einfach mal das Hundertfache, du blöder Touri, ja? Sondern du weißt vorher, was Sache ist und dass du weltweit und auch in den USA von Taxifahrern auch übers Ohr gezogen wirst, auch das haben wir auf dieser Reise in Miami mal wieder erlebt, aber man muss sich zu helfen wissen, gerade wenn es irgendwelche Flatrate-Tarife gibt von A nach B, vom Hafen zum Flughafen oder umgekehrt, lasst euch da nicht veräppeln. Da muss man drauf bestehen, auch auf diesen Festpreis. Ja. So, und bei Uber hast du einen Festpreis, da wird nichts diskutiert. Da kannst du einfach mit deiner hinterlegten Kreditkarte bezahlen. Zack, fertig und es läuft. Ja, wofür braucht man Uber? Und zwar die Mietwagenstation bzw. Wohnmobilverleihstation, die ist nicht direkt am Flughafen. Also sprich, wenn du irgendwo ankommst, du musst vom Flughafen noch dorthin kommen. Das ist es. Und auch auf dem Rückweg in San Francisco war das weit außerhalb. Also das war nochmal eine Stunde Fahrzeit knapp. Auch da musst du diese Fahrt
oder Fahrdistanz musst du überbrücken. Und wenn du das Wohnmobil abgegeben hast, bleibt theoretisch nur entweder öffentliche Verkehrsmittel übrig oder halt eben im Taxi bzw. mit dem Uber. Ja. Und das sind jetzt Kosten eben von knapp 143 Euro entstanden. Ja, die muss man einfach einkalkulieren. Also die kann man jetzt nicht weg schönreden, sondern die gibt es einfach. Also du musst zu deiner Mietwagen-Abholstation oder Wohnmobil-Abholstation oder Rückgabestation ja irgendwie dann wieder zur Stadt, ob das Flughafen ist oder Hotel in der Stadt, wie auch immer, da musst du hinkommen. Ja, was ich auch dir empfehlen würde, gebe dein Wohnmobil pünktlich zurück. Es gibt eine vordefinierte Zeit, dass du zum Beispiel bis 11 Uhr vormittags das Fahrzeug zurückgeben musst. Ansonsten musst du pro Stunde 50 Dollar Strafgebühr bezahlen. Bei einer Stunde mag das noch überschaubar sein, aber wenn du dann 2-3 Stunden zu spät kommst, dann ist es schon ärgerlich. Also das Geld kannst du dir sparen, achte darauf. Heißt für mich jetzt konkret, wir haben am vorletzten Tag oder die letzte Nacht in der Nähe von Abgabestationen übernachtet. Das heißt jetzt nicht 2 Kilometer entfernt, es waren schon 100 Kilometer, aber das ist eine überschaubare Distanz, wo man, sage ich mal, locker dann auch innerhalb von 2 Stunden fahren kann. Weil 11 Uhr minus 2 Stunden, das heißt um 9 Uhr musst du da, wo du übernachtet hast, losfahren. Das heißt, du kannst jetzt nicht bis um 10 ausschlafen und dann locker gemütlich noch was frühstücken und dann zurückfahren, sondern musst du dann schon pünktlich aufstehen. Also von daher empfehle ich auch in der Nähe der Abgabestationen zu übernachten. So, also wie gesagt, wenn dir das ganze Video gefallen hat und sagst, hey, jetzt habe ich endlich eine gute Struktur, viel Transparenz, ich kann meine eigene Wohnmobilreise durch die USA jetzt damit planen, dann herzlichen Glückwunsch, genau dafür war das Video gedacht. Wenn du selber schon eine Wohnmobilreise in den USA gemacht hast und sagst, hey, die Kosten, ja, das kann ich bestätigen, schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Oder wenn du sagst, hey, kann ich überhaupt nicht bestätigen, bei mir war es so und so und so, schreib es auch in die Kommentare, weil wir wollen ja hier Transparenz haben, das heißt, dass jeder voneinander lernen kann. Also von daher bin ich auch auf euch angewiesen, denn vor dieser Reise hätte es mir natürlich auch geholfen, wenn mir einer sagt, hey, da kommen die und die Kosten noch auf dich zu. Weil selbst dieses Positionierungs-Log-Angebot für 1 Dollar am Tag, wie gesagt, wir wissen, am Ende war es dann doch mehr. Und mit den ganzen Nebenkosten, Einkäufen, ja, da reden wir auch mal locker von 1.000 Euro, was wir an Verpflegung eingekauft haben. Restaurant lag dafür bei, ich glaube, keinen 200 Euro, was wir in den 21 Tagen in Restaurants waren, weil wir eben uns über das Wohnmobil selbst versorgt haben. Auch das ist natürlich eine gute Sache. Und damit verabschiede ich mich für das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte dir für Transparenz sorgen. Das heißt, lass mal den Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke, dass du keine der weiteren Videos verpasst. Ja, ansonsten heiße ich dich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder.